What is the explanation of Ephesians 4, the verse 13? So die Frage lautet, welche Erläuterung gibt es für Epheser 4, 13? Ephesians 4, the verse number 13. Ephesians 4, verse 13. Let's start from the verse number 11, so that we get into the context of the question. Damit wir den Zusammenhang aber auch zur Klarheit, fangen wir bitte bei Vers 11 an von Epheser 4. He says, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Und hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. We see here the ministry gift, you know, listed in the verse number 11. In Vers 11 sehen wir die Dienstgaben, die hier gegeben wurden, beziehungsweise die hier aufgelistet sind. Vers 11. You see, these ministry gifts, this grace gift, they are given to humanity in order to help us individually to attain unto our consciousness of oneness with God. Please don't forget this. It's not to build a church. It's not to have this organization called church. It is for the purpose of bringing human being onto his ultimate purpose, which is to experience you individually, I individually, my oneness with Christ. Der Zweck von diesen Gnadengaben, von diesen Dienstgaben. Fangen wir erstmal mit dem Negativen an. Es ist nicht dafür da, christliche oder kirchliche Organisationen aufzubauen. Es ist nicht dafür da, irgendwelche, sage ich mal, Bibelzentren oder, sag mal so, christlichen Zentren aufzubauen. Dafür sind sie nicht da. Es ist wirklich exklusiv dafür da, die Glaubenden, also sprich deine Person, meine Person, in Christus auszurüsten, in Christus aufzubauen und wirklich auszustatten. Wozu? Und zwar zu dem Ursprungszweck, nämlich, dass jeder von uns dieser Einheit, dieser Einfältigkeit, dieses Bewusstsein der Einheit erreicht, in Christus. That's why he said the verse number 11, for the perfecting of the saints. Deswegen heißt es ja auch in Vers 12, zur Ausrüstung der Heiligen. You see, perfecting of the saints. Ausrüstung der Heiligen. You are a saint already. It's not a pastor that makes you a saint or a prophet or an apostle. None of this grace gift can give you a position. They only help you to perfect that position. Well, who is a saint? A saint is a person who has come into oneness with God. He is a son of God in all attributes. So now the pastor, the evangelists, the prophets, and all the apostles and the rest, they are actually there to help you, to bring you into the attainment of your oneness, of your sainthood. In terms of experience. Don't forget that. In terms of experience. Hier heißt es schon, zur Ausrüstung der Heiligen. Das heißt, Menschen, die schon Christus angenommen haben, sind schon Heiligen. Also man wird nicht erst heilig aufgrund eines Pastors oder eines Propheten oder sonst was. Nein, die Gnadengaben, die Dienstgaben sind dafür da, um auszurüsten. Das bedeutet, um die Menschen auszustatten, damit sie in die Vollkommenheit, damit sie wirklich Erfahrung gesprochen jetzt. Wir reden nicht von der Wahrheit stimmt schon. Doch es geht ja um die Erfahrung. Also diese Menschen auszurüsten, damit sie in der Erfahrung der Einheit, in dem Bewusstsein ihrer Einheit mit Christus wirklich kommen. Und zwar jeder einzelne von ihnen. It becomes dangerous, even abusive, those that are to walk in those grace gift of pastors and teachers and apostle, prophet, evangelist. If they don't understand their mission, if they don't know their purpose, if they are there to point the people to themselves and other than bringing the people into their oneness in terms of experience, you know, their oneness with God. So that is their purpose. And so for anyone who is professing to be a pastor, a teacher, please never forget that. That is your calling.
you know, to let them on get to that place of oneness with God. Und deshalb ist es nun die Frage, beziehungsweise nicht die Frage, sondern es ist nun die Aussage, und zwar an die Menschen, die diese Gnadengaben nämlich verkörpern. Es ist gefährlich, es ist sogar, und zwar, es ist die Neigung zum Missbrauch da, wenn solche Menschen, die die Gnadengaben verkörpern, nicht den wirklichen Zweck der Gnadengaben in ihr Leben verstehen. Wenn sie nicht verstehen, wozu sie zum Pastor oder Apostel oder Lehrer, Propheten oder sonst was gemacht wurden, ja, wenn sie das nicht verstehen, das wird nun gefährlich. Denn hier steht es ganz klar, die sind dafür da, um die Heiligen auszurüsten und nicht einfach mal die Heiligen auf ihre Person aufmerksam zu machen. Das ist nicht der Zweck. Der Zweck ist, die Heiligen, ja, auszurüsten, damit sie persönlich die Erfahrung machen, die Erfahrung über ihre Einheit mit Christus in sich. Then he says, for the work of the ministry, für das Werk des Dienstes, for the edifying of the body of Christ, für die Erbauung von dem Leib Christi. You see the verse, the 12, you know, the verse 12 there is talking about a continuous participle, you know, something that is continually doing the work. He says the work of the ministry. This is something that you're doing continually. You know, he talks about the edifying of the body of Christ. So this is actually the purpose of the fivefold ministry. Und die Gnadengaben in Vers 12, da sehen wir auch den Zweck dafür. Und die Zeiten und die Sätze, die hier verwendet werden, grammatikalisch gesprochen, zeigt uns, dass es fortwährend. Es ist keine einmalige Sache, sondern das ist das, was man ständig tut. Nämlich, hier steht es einfach mal zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, das machen sie ständig. Then the verse 13, it says, till, then this is the question of the person, it says, till we all come in the unity of the faith. In Vers 13 liegt auch die Frage der Person, nämlich bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. You see, so there is a unity of the faith. Dementsprechend gibt es eine Einheit des Glaubens. The faith there is the oneness. Is the oneness with God. That is our faith. Glaube hier stellt die Einheit mit Gott da. Who has attained that oneness with God is Christ. So in other words, is making reference to the faith of Christ. So the faith of Christ is our true faith. It is not something that God wants only one person to attain. You see, each of us, we have that in degrees, but God wants all of us to come to that oneness where we will see ourselves as Christ sees himself. So that is the unity of the faith. Und da hier die Person, der diese Einheit erlangt hat, ist Christus. Also ist die Rede von dem Glauben Christi. Der Glauben Christi ist unser Glauben. Jeder von uns hat zum gewissen Grade die Einheit von dem Glauben Christi erreicht. Doch hierbei geht es darum, dass wir alle diese Einheit des Glaubens erreichen. Das heißt, nicht nur ein paar, sondern wirklich alle kommen zu dieser Wahrnehmung, dass wir in Christus eins sind. Please also take notice of the word till. Till we all. So it is a process of time. It is a process that brings you into that place. So there is an end. The end is the unity of the faith. So it is a process that will bring us to that glorious ending. And so this is what the Spirit of God is working with us. This is what our eyes need to be open to see, that God's working of the Spirit is to bring us to that place of unity of the faith. Und von daher bitte merkt euch auch, nämlich dass der Satz, also sprich Vers 13, beginnt mit bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Und hierbei ist es wichtig zu sehen, dass es ist ein Prozess, es ist ein Vorgang.
Es ist eine Sache, die wir über die Zeit Stück für Stück erlangen. Ja, also nicht nur wir Einzelnen, sondern wir alle. Wir kommen zu dieser Einheit des Glaubens. Das heißt, wir kommen zu diesem Bewusstsein, dass wir in Christus eins sind. Und das ist unser Leben, unser tägliches Leben. And so we see here that, look, because the word unity there is very important. Denn der Begriff Einheit hier ist sehr, sehr schlüssig. You see, first, number one, unity of the faith. Also die erste heißt Einheit des Glaubens. We've explained that. Das haben wir erläutert. Then number two, unity of the knowledge of the Son of God. Als zweites ist die Einheit der Erkenntnis von dem Sohn Gottes. Okay, because it's all about unity. Denn hier geht es Einheit. So that we come to that knowledge of the Son of God, all of us. Damit wir alle zu der Erkenntnis von dem Sohn Gottes hingelangen. So I know myself as a son of God. Also ich erkenne mich als Sohn Gottes. Not thinking as a son of God. Und nicht nur ich denke drüber, dass ich Sohn Gottes bin. I know. Sondern ich bin mir gewiss. My exact knowledge of myself. Also das genaue Bewusstsein, was ich besitze. Is of the Son of God. Ist von dem Sohn Gottes. And so likewise you. Aber du genauso. And so we all come to that unity. Und wir kommen in diesem Bewusstsein zur Einheit. Hallelujah. Amen. This is glorious. Und das ist herrlich. This is where the church of God will emerge gloriously. Und da steigt die Gemeinde, und zwar die Gemeinde Christi, herrlich hervor. And then the unity of a perfect man. Und dann geht's weiter, nämlich zur Einheit von dem vollen Mannesreife. You see, the perfect man. Von dem vollkommenen Menschen. Who is that perfect man? Wer ist diesen vollkommenen Menschen? Without blemish. Ohne Runze. Without spot. Ohne Flecken. Without wanting. Ohne Mangel. Who is a fulfillment of everything? Wer ist die Erfüllung von allem? Is that Christ? Christus ist das. The heavenly man. Der himmlische Mensch. And this is what Paul is saying. Aber hier, also damit meinte Paul. You see, till we come to that perfect man. Bis wir zu diesem vollkommenen Menschen ankommen. You see, the unity. All of us, we come to the unity, the oneness of that perfect man. Denn wir alle kommen zur Einheit in diesem vollkommenen Menschen. Glory. Then the last one, he says, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Und hier heißt es, zur Einheit, zum Maß der vollen Reife Christi. Amen. Amen. The stature of the fullness of Christ. Ja. Zum Maß der vollen Reife Christi. Amen. Amen. You see, when we look at that, wow, will this thing ever happen? Wenn man sowas anschaut, da fragt man sich, dann wird das überhaupt denn geschehen? Yes, of course, when we look at the way the church is, the messages that comes to that comes from the church, it is an impossibility. It is not possible with the way the things, the way the church, you know, it's been fed. You see, people, we have been fed on things that does not enhance our oneness with Christ. You see, the simple notion of saying that you are one with Christ, it's almost a taboo to certain churches, certain denomination. How can we get to that measure of the fullness of Christ? You see, so the church needs an overhaul in the sense that the message that comes should instead enhance our intimate relationship with God, in which our thoughts changes, our hearts changes, comes into that place of oneness with Christ, where we see ourselves through the mirror of who Christ is. That is when the church will begin to emerge as that force which is relevant to the world. Amen. And then the purpose of God will be fulfilled, and our personal purpose for life will also be fulfilled. Wenn man die Gemeinde jetzt anschaut, allgemein gesprochen, wie die Gemeinde jetzt abläuft, besonders auch die Botschaften, die wirklich an die Gemeinde weitergegeben werden, die Speise, ja, die die Gemeinde bekommt. Man würde denken, niemals. Also wir kommen niemals zur vollen Reife. Ja, zum Maß der vollen Reife kommen wir niemals dahin. Zur Einheit des Glaubens und all das, was hier gelistet wird. Wir kommen niemals dahin. Und warum? Denn wenn es wirklich
zu sagen, dass du und Christus eins seid, ja, zu sagen und auch zu predigen und zu sagen, Christus ist in dir und du bist in ihm, das ist für manche Gemeinde, sage ich mal, christliche Organisation, sage ich mal vorsichtig, also wirklich ein Tabu. Ja, du könntest gesteinigt werden, wenn du sowas sagst. Aber damit wir diese Einheit erreichen im Glauben und all das, was hier gelistet wird, es ist wichtig, dass eine Kernsanierung der Gemeinde stattfindet. Eine Kernsanierung, angefangen mit der Speise der Gemeinde. Angefangen mit dem, was die Gemeinde wirklich aufnimmt in Gesinnung, aufnimmt in Herzen, aufnimmt in allem, was die Gemeinde angeht. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, es ist wichtig für uns, ja, dass die Botschaft Christi wirklich durchdringt. Er durchdringt die Gedankenwelt, die Gefühlwelt, erstmal die persönliche und dann später auch die Gemeinde als Ganze. Die Gemeinde, und zwar die örtliche Gemeinde und auch die Gemeinde universal, allgemeingültig. Ja, wenn die Botschaft Christi wirklich in jeder Ecke, in jedem Winkel gelangt und man steht auch dazu und man bleibt dabei, was geschieht denn mit den Menschen? All das, was hier gelistet wird, ja, man kommt in der vollen Reife, man kommt in die Einheit und all das, was gelistet wird, man kommt dahin und das wird nur die Erfahrung des Menschen sein. Halleluja.